Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe im Rohrleitungssystem. Nee, da machen wir nicht weiter, das ist Erde. Ich überlege, weil immer nur so sagen, was ich hier mache und so, das ist ein bisschen... Ich will jetzt auch nicht über... Ich weiß nicht, über was ich reden kann. Ich kann ja ganz halt erzählen, hier, ich baue Steinchen ab und da baue ich wieder ein Steinchen ab. Ne, falsche Richtung. Und über Erde. So schwierig. Wenn ich mal nicht reden tue, das darf ich nicht böse nehmen, weil... Ja, weil es ja nichts Schlimmes ist. So. Weg. Das ist, ja, ein Bunker, könnte man da sagen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich könnte gleich mal auf die Karte gucken und da könnten wir mal gucken, wo wir... uns befinden. Das machen wir jetzt mal so. Hä? Sieht gar nicht weit aus. Naja. Machen wir mal weiter. Über was könnte ich mit euch reden? Warum ich das hier... Ich werde heute wahrscheinlich 10 Parts aufnehmen insgesamt. Wir sind jetzt beim... Ah jo, muss ich... Ne, hab ich schon. Sind dann... Beim dritten Part sind wir jetzt. Und ich werde dann noch 7 Parts aufnehmen. Und... Ja. Ich weiß, dass ich gut aufnehmen tue und so. Dass ich gut... keine Ahnung, wie weit ich das hier bauen will. Wie weit geht denn das hier eigentlich schon? Das wird hier doch was Schönes. Eine Fackel pro Gang reicht, das ist dann hell genug. Deswegen mache ich hier jetzt schon mal eine Fackel hin. Und jo. Da haben wir wieder Erde. Die Erde braucht kein Mensch. So, mal, das muss ich mal gucken. Da, genau, jetzt gehe ich... Nach hier. Also ich würde aufhören mit dem Gangbau, wenn plötzlich hier alles voller Erde kommt. Aber ich will auch jetzt nicht das ganze Part hier rumbauen. Da... Na, das wäre ein bisschen zu eintönig für eine Folge. Aber haben wir hier Erde? Ja. Gut, dann ist es hier erstmal... Komme dann gehe ich erstmal hoch und mache oben was anderes. Weil die Banane krumm ist, gehen wir jetzt hoch und machen die Banane gerade. Ne? So. Hier ist erstmal Stopp. Oder wir haben gerade mal 4-5 Minuten. Nee, ich lasse es. Ich lasse es erstmal. Haben 1, 2, 3. 4, 5, 6, 6 Gänge und ein Sonnenschein, der uns ruft. Ich könnte das hier aber noch enger machen, dass es hier noch enger aussieht. Nein, so.
soll schon eng aussehen und so, dass man denken muss, oh. Jetzt kriege ich Platzangst. Obwohl es ja eigentlich gar nicht so. Doch, das ist sehr eng. Das ist eng. So. Die Fackel kommt weg. Dann kommt es hier noch zu. Flop, 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 flop. Diddle, doodle, daddle, diddle, daddle. Nee, die Fackel kommt ganz weg. Eine reicht pro Gang. Und. Ja. Also, wenn hier noch Zombies spawnen, ich gehe eines Tages runter hier, dann weißt du, warum ich gestorben bin. Gelle. So, Tachchen. So, Entschuldigung. So. Da kommt dann eine Falltür auf, nicht, dass er irgendeiner... Falltür? Da hinten. Nicht, dass er irgendeiner reinfällt und dann haben wir die Gacke am Dampfen. So, wie geht das? Geht den falsch rum auf. Hä? Oder wenn ich das... Geh weg. Nein. Ja gut, dann mache ich das so. Hä? Wenn ich jetzt hier bin, dann komme ich ja gar nicht mehr raus. Geht denn das nicht? Hallo? Ach, das ist doch dumm. Ach so, R2 muss ich drücken. So. Geht es nicht, wie ich das will? Nee, ach doof. Dann baue ich das so zu. So. Ja, das ist doch besser. So. Und da kommen hier so Artikel hin, so dass man denken kann, das war schon so. Ja, das Ding ist, ich will einfach nicht, dass da Zombie drin spawnt. Ich meine, ich habe ja mein Diamantenschwert. Seit Tag 1. Und so habe ich jetzt hier so einen Gang gebaut. Das ist ja jetzt nicht schlecht. Jetzt ist es super. Die Idee zu kommen. So, jetzt bin ich mal am Testen, ob das auch wirklich klappt. Welcome to your home. Ich glaube, hier stelle ich mir noch eine Jukebox hin. Genau, dann mache ich die aber mal so, so. Ja, genau, bis an Road Debbish. So. Genau. Bravo. Da ich denn hier hochkomme. Lametta, früher war mehr Lametta. Das sagt man so, das sagt man so. So, hier kommt 8 Steinboden rein. Hier ist Steinboden. Nicht zu vergessen. Genau. So, da kommt eine Fackel hier hin. Dann klettern wir hier runter. Sind wir hier. Gefällt mir. Gefällt mir. Aber da wir ja hier so oben rumlaufen können, dann denke ich,
dass ich das so zumachen kann. Zack. Nee. So, mache ich das so. Und dann gehe ich unten einfach durch und mache das dann wieder weg. So, und dann ist das die Leiter ins Unermessliche. Dann mache ich die zwei weg. Das da auch. Genau. Das hat schon gestimmt. Das hat schon gestimmt. So. Blink, blink, blink. Und machen das weg. So. Sieht ein bisschen abgehakt aus, aber denn demnach brauchen wir dann hier auch keine Falltür hinzumachen. Da bin ich dann sorgesfrei, dass auch nichts passiert. So. Wir könnten ja ein Schild hinstellen, der sagt, here goes up the line. Down under. Down under. 6 feet on the ground. So, down under. Ins Unermessliche. Dann brauchen wir Fenster. Nehmen wir erst mal alles wieder weg. Oh Scheiße. Scheiße, jetzt habe ich die Karte weg. Yeah. Aber egal, wir sind im Crafting. Glasscheibe oder Glas. Glasscheibe. Sieht einfach nicht so toll aus. Das gefällt mir eigentlich auch nicht. Mache ich hier ein Fenster. Ein großes. Dann mache ich hier eins hin. Ein großes. Kann man gut in die Alpen gucken. Dann mache ich vielleicht hier noch eins hin. Ein großes. Und auf Toilette kommt ein kleines. Nee, Quatsch. Hier haben wir gar keine Toilette. So, und dann würde ich sagen, dass ich... Nee, noch 7 Minuten. Sau. Gut. Warum sage ich, Sau. Naja. Jukebox. Wir hatten hier die Erde geklaut. Die Erde wird hier systematisch abgebaut. Eieiei. Die Korruption. Und da hinten ist das Dorf. Seht ihr? Da hinten. Die verstecken sich wahrscheinlich jetzt alle in ihren Häusern. Weil ihr habt ja beobachtet, dass die Zombies dann alle auf die Dorfbewohner gehen, womit ich gar nicht gerechnet habe. Und jetzt tue ich... Wo sind der jetzt hin? Ah, hier geht's noch ab. Da haben wir Creeper. Creeper! You must die! Was die auch fallen lassen, das schmeißen wir nicht weg. Das sammeln wir in den Kisten und tun wir dementsprechend auch, wenn wir es brauchen, auch verwenden. Ich weiß, wir machen Crafting, Kreativmodus, aber vielleicht verwenden wir das ja dennoch. So. Schade, dass es hier kein Fernglas gibt. Sowas in der Art. Sowas in der Art, sprach der Hahn. Nun sind wir da. So.
Bock, 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 Bock. Damit es hier gleichmäßig aussieht, mache ich das bis hierhin. Damit das jetzt nicht... deswegen, da könnte man sagen... War das schon vorher oder was ist hier los? So. Hier oben jetzt einen Turm hin. Da drüben haben wir zwei Spinnen, habe ich gerade gesehen. Die eine ist, glaube ich, runtergefallen. Ein Creeper. Ne, guck mal hier. Da, wo das Fadenkreuz ist, ist, glaube ich, ein Dörfchen. Da hinten ist ein Dorf. Hätte ich allerdings auch ausstellen können, aber... Nö. Wofür? Ist ja interessant, wenn da andere Leute noch sind. Ich baue... Wie sieht denn das aus? Wenn ich jetzt hier noch... Turm drauf baue. Muss ich halt sehen, wie ich halt von innen halt hochkomme, aber... Sieht aus wie... Mal gucken, wie das aussieht. Was, das lass es so. Dann mache ich hier noch so Spitze dran. Da haben wir doch noch so eine gelungene Dachvorrichtung. Was ich gar nicht so gedacht habe. Mache ich nochmal hier so. Und dann noch die halben Klötzle. Nee, eigentlich. Und ganz oben eine Kerze. Eine Kerze erhellt das Haus. Ach, das geht ja gar nicht. Aber das sieht ja toll aus, das gefällt mir. One and only House Einsamkeit. Da haben wir Schnee. Down under. 6 feet on the ground. So, wie viele Minuten haben wir noch? 2. Naja gut, dann. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.